Ja, hallo und willkommen beim Computermagazin CT. Wir haben ein neues Sonderheft auf den Markt gebracht, Musikkreativ. Es ist exklusiv im Heise-Shop zu beziehen und in diesem Magazin erklären wir ganz viel zum Mixen und Mastern von Musik. Als Beispielsong haben wir hier den Song The Inner Circle von der hannoverschen Band Lead Ink. Die Spuren des Songs kann man sich zu dem Heft herunterladen und dann auch selber mischen und mastern. Und wie wir den Song gemastert haben, das möchte ich jetzt hier kurz in dem Video einmal erklären. Dazu hören wir erstmal in den Rohschnitt des Songs rein. Ja, das Originalarrangement von The Inner Circle umfasst 29 Spuren. Die haben wir hier schon mal zu 7 Spuren. Hier sind zwei Gitarrenspuren dahinter für die rechte und die linke Seite zusammengefasst. Diese einzelnen trockenen Spuren könnt ihr euch auch separat herunterladen, damit man sie zum Beispiel in der DAW Bitwig 8-Track bearbeiten kann, die Käufer des Heftes kostenlos bekommen. So, ich möchte jetzt einmal die Effekte durchgehen, mit denen wir diesen Rohmix des Songs aufgepeppt haben. Als erstes wäre hier mal ein sogenannter Exciter, den wir in einer Send-Return-Spur eingefügt haben. Der FX Vintage Exciter kitzelt so ein bisschen die Höhen raus. Man darf ihn allerdings nicht zu weit aufdrehen. Ich habe hier eine Einstellung von 2 genommen und das Ganze nur hier über die Send-Return-Regler leicht runtergehoben, damit es so ein bisschen präsenter klingt. Man darf es nicht übertreiben. Als nächstes habe ich versucht, die ganze Band in einen gesamten Hallraum zu packen, damit man das Gefühl hat, dass alle Instrumente tatsächlich zusammenspielen. Ich schalte hier die Hallräume mal ein. So, und dafür habe ich ein Plugin genommen, das Hofer IQ Reverb. Das ist ein sogenannter Convolution Reverb, der mit verschiedenen Hallräumen arbeitet. Das Besondere daran ist, dass man hier die einzelnen Frequenzbänder für die tiefen, mitten und hohen Frequenzen nochmal abstimmen kann. Man kann die sogenannte Pre-Delay-Zeit auch nochmal einstellen, was ja ganz hilfreich ist. Aber das Besondere ist hier dieser kleine Kasten mit diesem Raum. Wenn ich da mal draufklicke, dann habe ich hier ein X und dieses X zeigt genau die Position des jeweiligen Instrumentes an. Das heißt, ich habe für jedes Instrument jetzt eine einzelne Send-Return-Spur, habe das Schlagzeug nach hinten gepackt, eine Gitarre nach links, eine Gitarre nach rechts, den Gesang nach vorne. Und so kann ich hier quasi einen virtuellen Raum simulieren, in der die Band zu spielen scheint. So, das Ganze geht dann weiter mit den Mastering-Effekten. Und hier fängt man meistens immer mit einem Equalizer an. Den Equalizer habe ich folgendermaßen eingestellt. Wenn ich den jetzt einschalte, klingt das so. Ja, also die tiefen Frequenzen habe ich rausgenommen und den Bereich um 3 Kilohertz verstärkt, einfach weil hier so ein bisschen, ja, Mulm vorhanden ist und den wollte ich eben halt rausziehen. Und deswegen habe ich hier die Höhen leicht betont. Das Wichtige beim Equalizing im Mastering-Bereich ist einmal, man sollte einen linearphasigen Equalizer nehmen und dann im Bereich von plus bis minus 3 dB arbeiten. Im nächsten Schritt kommt bei mir ein sogenannter Multiband-Kompressor zum Zuge, auch hier wieder von FabFilter. Ich schalte ihn mal ein. Der sorgt dafür, dass die Pegelspitzen jeweils nur auf den einzelnen Frequenzbändern komprimiert werden und nicht, wenn die Kick zuhaut, dass auch gleichzeitig die Hi-Hat oder die Snare in Mitleidenschaft gezogen wird. Dazu habe ich in allen Bändern die gleiche Verstärkungseinstellung gewählt und eine relativ niedrige Ratio von 2,0 zu 1. Den Threshold dann so eingestellt, dass immer
wenn eine neue Pegelspitze auftaucht, dass dann hier die Bänder so ungefähr wieder auf 0 dB heruntergehen, sodass der allgemeine Sound nicht beeinträchtigt wird. Also die Frequenzlage. Um das Ganze etwas weiter anzudicken, weil man will ja, dass die Band sich anhört, als hätte sie zusammengespielt, habe ich als nächstes einen Solid Bus Kompressor, einen Breitbandkompressor von Native Instruments eingesetzt. Auch diesen nur mit einer ganz leichten Ratio von 1,5:1 und einem relativ langen Attack von 10 Millisekunden, die Release-Zeit auf Auto. Und hier sieht man auch, der Zeiger bewegt sich nur ganz leicht, aber wenn ich ihn jetzt mal wieder ausschalte, dann hört man, dass ja, das Material so ein bisschen mehr zusammengeklebt wird. So, nach den Kompressoren kommt bei mir wieder ein Equalizer. Und zwar diesmal ein Modell von Brainworks. Dieses hat die Besonderheit, dass man einmal den Mono-Anteil des Signals und den Stereo-Anteil getrennt einstellen kann. Die Band wollte einen sehr breiten Stereo-Sound haben. Das kann man hier einmal über die Stereo-Breite einstellen. Ich habe hier 19% dazugegeben. Man sollte das nicht übertreiben, weil sonst reißt man einfach in die Mitte des Songs ein Loch hinein. Und zum Zweiten habe ich in den Saiten dann nochmal die Frequenzen um 3 kHz verstärkt, damit die Gitarren außen ja etwas aggressiver, etwas heller klingen. Diese Einstellung hat sich an einer Vorlage von einem Mix von Tool orientiert. Wir haben das Ganze dann im Nachhinein nochmal etwas verändert, und zwar in dieser Einstellung. Hier sind die Höhen nicht ganz so aggressiv und die Mitten etwas betonter. Hier haben wir uns an einer Aufnahme von Eden Circus eher orientiert. Diese alternative EQ-Einstellung im Mastering könnt ihr auch separat als Mix herunterladen und dann entscheiden. Die Unterschiede sind sehr subtil, welcher von euch besser gefällt. So, wir bleiben hier aber bei der A. Nochmal mit dem Equalizer. Und ohne. Ja, und danach, um dem Ganzen so ein bisschen diese digitale Sterilität zu nehmen, habe ich noch eine kleine virtuelle Bandmaschine dazu geholt. Diese Bandmaschine sorgt dafür, dass A, die Kanaltrennung von rechts und links etwas aufgehoben wird. Es werden leichte Höhen und Lautstärkeschwankungen, sogenanntes Wow und Flutter, mit eingefügt, die das Ganze, ja, die den Ganzen so ein bisschen Leben einhauchen. Und damit die Höhen nicht zu stark begrenzt werden, habe ich hier auch eine Bandbreite von 1 Zoll gewählt. Wenn man hier zum Beispiel auf 1/4 Zoll heruntergehen würde, dann werden die Höhen doch noch mehr beschnitten. Aber im Mastering-Bereich wollte ich das Ganze nur subtil halten. So, zum Schluss kommt dann noch der Limiter dazu. Aufpassen, jetzt wird es laut. Der Limiter sorgt einmal dafür, dass die Pegelspitzen nicht über die 0 dB Marke hinausgehen. Und hier über den Threshold stellt man die Lautstärke ein. Die genaue Abstimmung, wie laut man den Limiter denn einstellen sollte, kann man mit dem sogenannten EBU Loudness Meter von Tone Boosters überprüfen. Ich stelle das hier mal auf Reset. Und zwar misst der EBU Loudness Meter die integrierte Lautstärke über den gesamten Song in sogenannten Lufts. Und man sollte einen Bereich von, ja, für den gesamten Song 10 bis 12, minus 10 bis 12 Lufts anpeilen. Hier sind wir jetzt gerade in einem sehr lauten Bereich des Songs, also zum Ende hin darf man etwas lauter werden, und man liest den Wert dann in diesem Fenster ab, nachdem der Song einmal durchgelaufen ist, und kann dann hier den Threshold dementsprechend anpassen.
Ja, soweit erstmal. Wenn ihr in die Grundlagen des Mixens und Masters eingeführt werden wollt, kann ich euch, wie gesagt, das neue CT-Sonderheft Musik kreativ wärmstens empfehlen. Es gibt's jetzt im Heise-Shop versandkostenfrei zu bestellen. Es gibt auch eine digitale Version, die ihr über die CT-App herunterladen könnt. Bis dahin, ich sage Tschüss.